Herzlich willkommen beim Lautsprecher Selbstbau Berlin. Da sind wir wieder mal und heute wollen wir uns dem Bassreflexprinzip widmen. Warum eigentlich? Die Bassreflexsysteme, die haben in Deutschland eine sehr große Verbreitung. Wenn man das Verhältnis sieht zwischen geschlossenen Boxen, Bassreflexboxen und allen möglichen anderen Boxen, dann ist der Bau der Bassreflexboxen sowohl im privaten Selbstbau als auch im professionellen Bau mit den meisten hergestellten Boxen also das größte Potenzial oder hat das größte Potenzial. Und wir können also, wenn wir hier solch eine Sendung mal gestalten, da nicht dran vorbeigehen. Wir müssen also das Bassreflexsystem hier mit einbeziehen und müssen praktisch die Funktion, Vor- und Nachteile alle miteinander in Verbindung bringen. So, jetzt ist die Frage, ja, was ist das Besondere am Bassreflexsystem? Wir hatten schon mal über das Transmission-System gesprochen, nicht wahr? Und beim Bassreflexsystem ist das Prinzip eigentlich das gleiche. Es geht darum, den rückwärtigen Schall der Membran, also den Schall der Membranrückseite, wieder zu nutzen, im Gegensatz zur geschlossenen Box, bei dem der Schall der Membranrückseite in der Polyesterwatte endet und dort in Wärme umgewandelt wird. Das heißt also, der geht uns verloren. Das ist beim Bassreflexsystem nicht so. Tja, um das Prinzip zu verstehen, müssen wir eigentlich mal an so eine Box oder an so eine Zeichnung rangehen, die ich da hier hinten gefertigt habe. Und ich würde dann mal kurz unterbrechen und dann mit der Zeichnung weitergehen. Sekunde. Also das hier ist meine wunderbare Zeichnung eines Bassreflex-Lautsprechers. Schauen wir uns das Ding mal näher an. Ein Gehäuse, dann habe ich hier oben an den Treiber reingesetzt. Der strahlt Schall ab, wie man sieht. Ja. Hier im Inneren ist ein wenig Dämmmaterial. Das könnte beispielsweise Polyesterwatte sein. Und hier ist das Bassreflexrohr. So, die Funktion ist in etwa folgendermaßen. Man bezeichnet das in der Technik, dieses Ding hier, als Helmholtz-Resonator. Natürlich nach dem Namen Helmholtz, ja, der da sehr wahrscheinlich an der Entwicklung tätig war. Und jetzt muss man sich das so vorstellen. Es geht also praktisch der rückwärtige Schall in das Gehäuse rein, ja, und hier wird langsam ein Druck aufgebaut. Ja. Dieser Druck wirkt dann auf das Bassreflexrohr, und im Bassreflexrohr kann man sich vorstellen, ja, ist eine Luftmenge drin, die danach in Bewegung kommt. Das heißt also, ich werde nachher nochmal die Zeichnung nochmal genau darstellen. Ja. Also man kann sich das ganze System als Masse-Feder-System vorstellen. Ja. Also wenn ich mir das hier so denke, dann ist das praktisch das Gehäuse in sich praktisch eine Luftfeder. Die Membran pumpt, verdichtet hier die Luft. Ja. So, und nach der Verdichtung, hier entsteht ein Überdruck und die Masse bewegt sich. Das heißt also, die Masse, die wird nicht sofort in Bewegung kommen, ja, sondern es dauert ein Weilchen. Ja, und diese Zeit, die wir brauchen, um hier einen Druck aufzubauen und hier die Masse in Bewegung zu setzen, ja, das ist genau die Phasendrehung um 180 Grad, die wir unbedingt haben wollen. Ja, denn der Schall, der hier vorne rauskommt und der hier hinten rauskommt, die würden sich ja an sich auslöschen, nicht wahr? Aber wenn wir hier eine Phasenverschiebung um 180 Grad haben und letztendlich wandert der wieder nach vorne, der Schall, nicht wahr? Dann haben wir hier eine Verstärkung, ja? Die 180 Grad heißt Phase über Phase, nicht wahr? Also wenn man so will, die Erhöhung bei einer Sinuswelle, ja, wird mit der Erhöhung, die hier hinten kommt, ja, zusammengelegt, ja, und der Schalldruck verdoppelt sich. Nun könnte man denken, das ist ja ein tolles System, ja, da wird ja praktisch aus einem Lautsprecher doppelte Lautstärke rausgeholt. Naja, nicht ganz. Doppelte Lautstärke entsteht ja nur dann, ja, wenn das System arbeitet. Und das System arbeitet in der Tuning-Frequenz, die hier unten abgestimmt ist. Also ansonsten im hohen Bereich, ja, da arbeitet dieses System wie eine geschlossene Box, ja, und im Bereich der Tuning-Frequenz, das heißt im Tieftonbereich, da fängt das System an zu arbeiten, ja, und erweitert
den Bassbereich um einige dB. Ja. Also es kommt ein bisschen auf die Konstruktion an, aber es könnten so 3 bis rein theoretisch 6 dB sein, die die Basserweiterung beträgt. Tja, dann würde ich als nächstes mal einen Lautsprecher noch vorstellen, der dafür geeignet ist. Es ist nämlich nicht jeder Lautsprecher für diesen Zweck geeignet. So, vielleicht mal ein wenig Zusammenfassung für das, was wir bisher gesagt haben. So in Schlagworten, ich blende das nachher noch ein. Die Bassreflexboxen haben in Deutschland eine große Verbreitung, doppelt so viel wie geschlossen, Transmission Line, Bandpass und so weiter. Auch bei einer Bassreflexbox wird der Schall der Membran rückseitig genutzt. Bei vergleichbarer Größe mit einer geschlossenen Box erfolgt eine Ausdehnung des Frequenzbereiches nach unten. Der sogenannte Helmholtz-Resonator wird für die Basserweiterung genutzt. Er bildet sich aus dem Gehäusevolumen und dem Bassreflexrohr. Das heißt also, die Abstimmung, ja, die ist immer abhängig, ja, vom Volumen des Gehäuses und vom Bassreflexrohr. Das heißt also, ich kann praktisch ein Bassreflexrohr nicht einer Tuning-Frequenz zuordnen, sondern ich muss das Bassreflexrohr immer im Zusammenhang mit dem Gehäusevolumen sehen. So, die Berechnung des Resonators ist komplex und daher sollte eine gängige Software genutzt werden. Ich will mal sehen, ob ich das hier hochhalten kann. Ja, vielleicht kann man es mal sehen. Dies ist hier die Berechnungsformel. Ja, das ist ein bisschen kompliziert, sagen wir mal so. Damit kann keiner was anfangen. Und ja, ich habe dann hier noch einen Link eingestellt. Kann jeder bei Gelegenheit selbst nachschauen. So, dann kommen wir mal zur Funktion, um die noch etwas näher zu erklären. Also ich lese das einfach mal vor, deshalb habe ich auch nicht immer den direkten Blick in die Kamera. Die Funktion. Physikalisch verbirgt sich dahinter folgendes Prinzip. Die Luft hinter dem Basstreiber übt eine federnde Kraft auf dessen Membran aus. Gibt die Membran dagegen selber rückseitig Impulse ab, führt die Elastizität des Luftvolumens dazu, dass die Anregung der eingeschlossenen Luft und der Luft im Ausgang des Bassreflexrohres über eine durch die Luft selbst erzeugte Federwirkung erfolgt. Letztendlich bilden Luft und Treiber also ein federndes und damit schwingendes System, in diesem Fall auch als Helmholtz-Resonator bezeichnet. Also wenn ich mir jetzt die Feder vorstelle, die hier auf dem Bild drauf ist, auf dem Bild gleich zu sehen sein wird, ja, dann ist das halt so, wenn ich die Feder kurz entspanne, dann passiert mit der Masse nichts. Ja. Die Masse bleibt an ihrem Ort. Ja. Erst nach Entspannung der Feder, nachdem eine gewisse Laufzeit vergangen ist, ja, bewegt sich die Masse. Das heißt also, es ist immer eine Zeitverzögerung hier drin. So, dann kann ich den Zettel, den ich jetzt in der Hand habe, auch beiseite packen. Haben wir schon drüber gesprochen. Den nehmen wir auch beiseite. Und jetzt geht es uns mal um den Treiber. Ich sagte bereits, es ist nicht jeder Bassreflextreiber geeignet, um eine Bassreflexbox damit zu bauen. So, und nun gucken wir uns mal einen Treiber an, der dafür besonders gebaut ist. Ja. Dieser hier. Das Ding. Ich weiß nicht, ob es zu sehen ist in der Kamera, aber das Ding, ja, das ist ein Treiber von SB Acoustics und die haben nochmal eine Fertigung Sartori, die der höchsten Qualität bei denen entspricht. Ja. So, und wenn wir uns das mal ein bisschen genauer angucken, ne, dann werden wir feststellen, dass die sich hier sehr große Mühe gegeben haben. Ich muss mal sehen, dass ich das nicht aus dem Bild rauskriege. Und zwar. Der Korb ist ein Gusskorb, Aluminiumdruckguss. Ja. Wenn wir hier gucken, die Rückseite der Membran, die ist relativ frei. Das heißt, hier unten kann sie schwingen, ja. So, denn hier oben kann sie noch schwingen. Und wenn ich jetzt nochmal drehe, dann sehe ich, dass hier hinten in dem Polkern eine Bohrung drin ist. Ja. Das heißt also, die Luft, die sich hier vorn, hier unter der Dustcap bildet. Ja. Also die Dustcap würde ja praktisch, da hier in der Polkern ist, würde ja wie eine Luftpumpe der innerhalb des Polkerns verdichten. Nicht wahr? Das ist hier nicht der Fall, weil der Polkern hohl gebohrt ist. Ja. So, und
die Wirkung praktisch, ja, keinen Luftdruck erzeugen kann, nicht wahr? So, dann sind im Inneren, das sieht man jetzt hier nicht, da sind im Inneren noch sogenannte Kupferringe drin, ja, die der Linearität in der Impedanz dienen. Das ist immer sehr hilfreich. Ja. Und dann, wenn ich mir das angucke, der Magnet ist auch sehr klein. Ja, und das bedeutet, es handelt sich um einen Neodym-Magnet. Dieser Neodym-Magnet hat so besondere Vorteile. Er hat bei kleiner Größe eine hohe Feldstärke. Was bedeutet das? Der Schalldruck ist etwas höher als bei Ferritmagneten. Und der zweite ist, ja, dass damit auch die Verzerrungen geringer werden. Das heißt also, der spielt auf einem viel höheren Level. Und wenn ich den gleich laut aufdrehe mit einem Lautsprecher, der Ferrit hat, ja, dann kommt der praktisch, dann erzeugt der mehr Schalldruck. Das heißt also, er ist noch nicht in dem Bereich, wo er Verzerrungen erzeugen würde. Also wir sind hier bei dem hier schon bei einem sehr hochwertigen Chassis angekommen, nicht wahr? Wenn ich mir das angucke, dann sieht die Membran auch schon aus wie eine Navi-Membran. Navi-Membran, das bedeutet, dass die nicht ganz zylindrisch ist, ja, sondern dass die so eine gewisse Konizität drin hat. Dadurch wird sie etwas steifer und dann haben die Brüder hier auch noch irgendwelche Hanffäden hier in die Membran eingelassen, ja, um die Steifigkeit zu erhöhen und damit Membranresonanzen zu verringern. Das, was wir hier nicht sehen können, ist der Gütefaktor. Der Gütefaktor liegt bei Satori und bei SB Acoustics generell unter 0,4. 0,4 ist so circa die Grenze für Bassreflex. Ja? Und alles, was unter 0,4 ist, ist für Bassreflex besonders gut geeignet. Und die über 0,4 sind eher für geschlossene Boxen geeignet. Ja, das heißt also, SB Acoustics ist ein Hersteller, der sich auf Bassreflexboxen konzentriert hat. Ja, und alles, was wir von denen kriegen, da brauchen wir ja nicht lange überlegen. Ja, die Lautsprecher sind für Bassreflex oder die Chassis sind für Bassreflex-Anwendungen gedacht. Nicht wahr? So. So weit, so gut. Schauen wir mal noch, worauf es drauf ankommt. Jetzt muss ich wieder auf meinen Schmierzettel hier rauf gucken, dass ich nichts falsch sage. Also, natürlich sind diese zwei Wege Chassis, ja, für Bassreflexprinzip, ja, natürlich mit einer möglichst tiefen Resonanzfrequenz versehen. Das ist übrigens hier bei den Tieftöner im Dreiwege-Prinzip eben auch so, nicht wahr? Lediglich, wenn wir so einen haben, aber als Mitteltöner baut man ja keine Bassreflexsysteme auf, ja? Aber beim Mitteltöner, da muss die Resonanzfrequenz nicht so tief sein. Teilweise findet man hier Lautsprecher, die als Mittelton hergestellt werden und gleichzeitig auch als Tiefmittelton geeignet sind, ja? So, da hat man lediglich die Masse der Membran verändert, das heißt also, eine schwere Membran hat eine tiefe Resonanzfrequenz, ist eher für Tiefmittelton geeignet und eine etwas leichtere, dünnere Membran, ja, die ist mehr für einen Mittelton geeignet, ja, die kann deshalb, weil sie leichter ist, auch mehr Schalldruck erzeugen, ja, kann aber auch nicht so viel Tiefton erzeugen. Ja. So, und dann ist ein wichtiger Punkt, den ich hier bereits schon gezeigt habe. Das sind die sogenannten Membranresonanzen. Also umso steifer diese Membran ist, ja, umso weniger neigt sie. Ja, man kann das vielleicht deutlich sehen, das Ding bewegt sich hier auch leicht. Also ich brauche hier bloß draufdrücken, nicht wahr? Und dann ist die in Bewegung, nicht wahr? Also umso leichter die ist, ja, und umso steifer die ist, ja, umso weniger Resonanzen habe ich. Ich werde das Bild dann noch einblenden, ja, mal einen typischen Verlauf von einem Tiefmitteltöner und da sieht man, ja, so ab 3 Kilohertz, ja, beginnen die Membranresonanzen. Man muss sich das so vorstellen, als ob ein Kreissägeblatt, ja, das macht ja nicht nur das Geräusch der Säge, sondern das macht ja auch noch das Geräusch, was aus den Schwingungen des Blattes selbst herauskommt, nicht wahr? Oder, da gibt es ja alle möglichen Sägeblätter, also diese von den Holzfällern, da braucht man bloß an der Seite mal gegenklopfen, nicht wahr? Und da hört man Geräusche. Ja? Das sind alles Geräusche, die bei unseren Chassis hier ebenso auftreten, ja, und die kommen aus dem Chassis selbst. Das sind also keine Geräusche, die irgendwie mal verstärkt werden. Tja,
Ich sagte bereits, dass der Neodym-Magnet einen höheren Kennschalldruck bringt und weniger Klirren als vergleichbare Chassis, hat einen einzigen kleinen Nachteil. Das Ding ist auch teurer. So, tja, das können wir jetzt beiseite legen. Das Papier kann man nicht alles auswendig lernen. Ich muss dann halt auch hin und wieder mal nachgucken. Ja. Jetzt ist die Frage, ja, wie entscheide ich mich, wenn ich einen Lautsprecher selbst bauen will? Ich muss ja auch mal sehen, welche Vorteile und welche Nachteile bringt das mit sich. Ja? Und ist für mich dieses Prinzip genau das Richtige, was ich auch haben möchte. Ja? Vor- und Nachteil einer Bassreflexbox. Der Vorteil ist eine einfache und unkomplizierte Herstellung. Ich habe das vorhin schon gezeigt hier an dem Bild. Es ist einfach bloß ein Kasten, Loch drin, Bassreflexrohr drin, fertig. Nicht wahr? Was man beachten muss, ist natürlich, dass man das Bassreflexrohr und das Gehäusevolumen genau berechnet. Da gibt es einige Programme zu. Ja? Da kommen wir praktisch im nächsten Teil nochmal drauf zu. Und aber das Gehäusevolumen in der Summe ist zwar fast immer größer als bei einer geschlossenen Box, aber wiederum kleiner als bei einer Transmission Line. Also das muss man sich überlegen, wie oder was habe ich mir vorgestellt, nicht wahr? So, im Bass ist der Membranhub etwas geringer als bei vergleichbaren Boxen und zwar einfach deshalb, ja, weil der rückwärtige Schall ja mitgenutzt wird, ja, und deshalb brauche ich nicht so einen hohen Hub, ja. Und Klirrfaktor und Intermodulation im Bassreflexbereich sind geringer. Allerdings im Subsonic-Bereich, das ist also der Bereich, der unter dem Bassreflex, also sagen wir mal, so was hat man im normalen Musiksystem eigentlich nicht. Ja, das ist lediglich beim Plattenspieler so ein Knistern, ja, aber da sind meistens auch Filter drin, die das unterdrücken. Ja. Also das sind so sehr tiefe Brummgeräusche um 10, 20 Hertz eventuell. Ja. Da kehrt sich das um und da ist die Membran hier beim Bassreflexsystem hier sehr stark beansprucht. Ja, jetzt gucken wir nochmal nach den Nachteilen. Ja. Ein Nachteil, der Schallaustritt des Kanals nach vorn beim Zwei-Wege-System ist problematisch. Das heißt also, das Bassreflexrohr, das sollte man nicht nach vorn gestalten, sondern Bassreflexrohr eher nach hinten. Und zwar deshalb, weil das Rohr selbst eine Eigenresonanz bildet, ja. Und diese Eigenresonanz, die befindet sich so in dem Bereich so um die 1000 Hertz, je nach üblicher, also so eine übliche Bassreflexrohrlänge ist ja vielleicht 15 cm, 12 bis 15 cm im Schnitt, ja. Bei dem Satori-Chassis oder bei den SB-Akustik-Chassis ist es teilweise ein bisschen länger, nicht wahr? Aber so in der Größenordnung liegt das, nicht wahr? So, und da habe ich eine Frequenz, eine Rohrresonanz, die so um die 1000 Hertz liegt. Nun wissen wir ja, dass unser Gehör bei 1000 Hertz besonders empfindlich ist und das wiederum hat den Nachteil, ja, dass wenn ich das nach vorne abstrahle, ja, dass dann praktisch der 1000 Hertz Ton unserem Schallereignis untermalt wird, ja, und den Schall, das Schallereignis verschlechtert. Deshalb macht man meistens Folgendes. Man nimmt das Bassreflexrohr und lässt es nach hinten zur Seite, nach oben oder nach unten abstrahlen. Ja. Dann hat man das Problem nicht, weil die höheren Frequenzen sehr gerichtet abgestrahlt werden und ein nach hinten gerichtetes System kriegt den Schall ja eigentlich fast ja nicht nach vorne. Ja. Hat aber wieder einen Nachteil, dass ich praktisch ein bisschen einen gewissen Wandabstand haben sollte, ja, damit der Schall nicht von der Wand reflektiert wird. Ja. Ja. Ach so, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Ja. Vielfach wird der von der Rohrresonanz erzeugte Schall als Mitteltonmüll bezeichnet. Ja. So, dann hat man im Vergleich zum geschlossenen System eine höhere Gruppenlaufzeit. Das könnte unter anderem dazu führen, dass ich öfters Dröhngeräusche im Gebäude oder im Raum habe. Das heißt also, der regt Raummoden besser an als ein geschlossenes System. Geschlossenes System ist relativ immun gegen Raummoden, ja, währenddessen das Bassreflexsystem da eher zur Anregung der Raummoden neigt. Ja. So, und dann muss ich eins machen, dann muss ich das Bassreflexrohr relativ genau berechnen und relativ groß dimensionieren. Ja. Groß
Also beim 6 Zoller hier, 6 Zoll Chassis, da liegt das so in etwa bei 5 cm, 5 bis 7 cm, so in der Größenordnung. Ja. Wenn ich das zu klein mache, dann habe ich bei stärkerer Lautstärke nur eine Strömungsgeräusche. Das will ich auch nicht. Und jetzt habe ich mir das so vorgestellt, also die Bemessung des Bassreflex-Lautsprechers, auch mit den entsprechenden Hinweisen, welche Simulationsprogramme da erforderlich sind und welche Rechenprogramme da möglich sind, das würde ich in einem weiteren Teil und mal vorstellen und den Gehäuse bauen, wie man den konzipiert, das würde ich vielleicht in einem dritten Teil einfach mal so vorstellen. Ja, aus meiner Sicht wäre es das für heute. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss dann.